Wir laufen. Stierblüte, wir laufen. Achso, ja, schön. Ja. Mach du mal die Begrüßung jetzt. Guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast über Filme und Hörspiele, TV-Serien und allen anderen Kokolores. Herzlich willkommen zu... Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Hallo. Guten Tag. Was die ist? Katze war hier drin. Ja, und? So. Was ist jetzt so schlimm daran, dass die Katze... Ja, die Katze... Was denn? Du bist ja im Klaren, dass du jetzt im Podcast mitzuhören bist. Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel. Der Podcast. Mit Sträter, Bender und Streberg. Unter besonderer Teilnahme von Gundula Streberg, die gerade mal eben kurz die Katze rausgelassen. Also es ist wieder ein Podcast mit Katzen. Ja, mit Katzen. Da freuen sich manche. Und wir haben eine Premiere, ich weiß gar nicht, der wievielte Podcast es jetzt ist. Gary, du als Schriftführer? Müsste eine runde Zahl sein. Müsste irgendwie acht, sechs? Acht oder so? Oder irgendwie so ist es? Ja, ich glaube acht. Die Herren waren im Kino und wir haben etwas gemacht, was wir noch nie gemacht haben. Wir haben direkt nach dem Film quasi unsere Eindrücke brühwarm ins Mikrofon gehechelt. Ja. Und... das ist. Das schalten wir jetzt mal rein. Das schalten wir doch jetzt mal rein und es wird dann auch klar, in welchem Film wir waren. Genau. Hast du da nicht irgendeinen schönen Sound? Ja, ich müsste eigentlich einen Sound haben. Ja, Moment, ich wollte gerade sagen, warte mal. Wir schalten jetzt über, wir blenden jetzt über in ein souveräner Moment. wir blenden einfach über. So, ja, schönen guten Tag bei... Hallo, lutsch mich rund und nenn mich Bärbel Special. Wir kommen direkt gerade aus dem Kino. Ja. Die Herren und haben gesehen... Spider-Man 2. The Amazing Spider-Man 2. The Amazing Spider-Man 2. Rise of Electro. Und wir sind alle drei... Not amused. Nicht so wirklich angetan. The Not So Amazing Spider-Man. Was hat dir am meisten auf den Sack... Was ist dir am meisten auf den Sack gegangen? Diese künstlich langgezogene Handlung fand ich super schrecklich. Wir reden hier von den Soap-Elementen, von den ganzen Szenen zwischen Gwen Stacy und Peter Parker, die auch gut und gerne in eine gute Zeit, schlechte Zeiten-Folge hätten passen müssen. Es war wirklich super schlecht geschrieben, muss ich wirklich sagen. Also selten in einem Superheldenfilm so doofe Dialoge gehört. Ich glaube, es ist geschrieben von Orchie und Kurtzman. Das ist so ein Autorenduo, die auch, die haben auch Transformers geschrieben. Also es sind eigentlich gute Autoren. Ja, sind's? Ja, die Dialoge bei Transformers, das war ganz überlegenes Material. Die Liebesgeschichte bei Transformers, wenn wir das mal auf das Hinterkopf bringen. Ich rede mich immer selber in die Scheiße. Ja, die machen eigentlich Transformers. Dann nehmen wir das alles zurück. Wenn die Dialoge bei Transformers gemacht haben, die Musik war ganz furchtbar, fand ich. Also wirklich durchgehend schlecht. Jeder durfte mal die Instrumente. Ich meine, es war Johnny Marr dabei von The Smiths und Pharrell Williams, der lustige Lieder macht zum Tanzen. Ja. Aber Elektromusik für Elektro ist jetzt nicht so seine Baustelle. Es war ein elender Kladderadatsch, da war alles drin. Windspiele, Synthesizer, Hammond-Orgel. Es war wirklich, ich glaube, es war wieder Hans Zimmer, der da wieder... Hans Zimmer kam glaube ich, viermal vorbei und diese viermal haben wir gehört, weil es dann eine richtige Heldenfanfare gab. Ja, ja. Ansonsten haben die Jungs einfach gemacht. Ja. Also immer, wenn Spider-Man im Bild war und wenn er durch New York geflogen ist, sah es toll aus. Ja. Es ganz klasse aus. Jeder Film ist auch immer nur so gut wie seine Bösewichte. Reden wir kurz über die Bösewichte. Am Ende von Elektro reden wir erstmal über Rhino, über Paul Giamatti. Ja, das ging gar nicht. Also ich fand ja... Das war ja ein Gastauftritt. Wollen wir mal sagen, wenn man das als Gastauftritt nimmt, war das okay. Ist das jetzt schon ein Spoiler? Ich sehe Paul Giamatti sehr, sehr gerne. Ich auch. Ist ein großartiger Typ. Aber als Rhino, also am Ende, es war der Schluss von Die Unglaublichen. Es war wirklich von original The Incredibles, der Schluss von The Incredibles. Also absolut von vorne bis hinten. Nur, dass der eine ein Maulwurf war und hier war es ein Rhinoceros. Ein Rhinoceros. Ja, ganz genau. Sehr positiv, muss ich allerdings sagen, fand ich den Grünen Goblin. Der Green Goblin war toll gemacht. Der sah echt mal aus wie der Green Goblin. Ja, aber... Sehr gut gefallen. Aber tut mir leid. Ja. Also an den Green Goblin aus dem ersten Spider-Man... Der grüne Goblin. Ja, der hatte auch eine ganz andere... Das eine war Norman Osborn. Und das andere, jetzt war Harry Osborn. Ja, der aber kam trotzdem. Später auch nochmal als Green Goblin. Wir reden von das Rain ist von egal. Willem Dafoe hatte diese Power Rangers-Maske auf die ganze Zeit. Aber Moment, das Kostümdesign war schon überlegen. Wenn man sich eine Replika der Maske ansehen will, die gibt es im Moviepark in Bottrop zu sehen. Kostümdesign war eigentlich immer gut. Und
Diesmal sah der Goblin aber aus wie der Goblin, nämlich irgendwie angepisst und schlecht frisiert. Und direkt hat er auch schon sein fliegendes Snowmobil. Ja, ist immer gut. Stand direkt da. Das stand da, genau. Überhaupt stand da alles. Es sind Plotlöcher drin, die wirklich, also die auch einem unbelesenen Kinogänger sofort auffallen würden. Nicht nur Leuten, die so auf das sowas, kennt man nur achten. Aus dem Tagebau. Ja, das... Ja. Aus dem Tagebau? Gary, also der war sehr schön. Es ist doch so, da fährt dann die Kamera an dieser Wand lang und da ist dann die Ausrüstung des Oktopus, die Ausrüstung des Geier, dann die Ausrüstung... Doc Ock, nicht die Ausrüstung des Geier. So viel Zeit muss sein. Ja, ja, okay. Doc Ock. Also ist eigentlich alles da, das heißt, alle Schurken werden da bereits kostümtechnisch... Alles ist schon da. Ja. Werden für Psychopathen aller Art bereitgehalten. Ja. Die sind für alles übel zuständig. Wir haben auch gesehen, dass das Oscorp alles verkauft, alle Elektrizität, Eon. Ja. Oder Unilever. Ja. Eon die machen auch alles. Zusammen ja, genau. Oscorp. Dazu noch finstere Machenschaften, wird komplett von Anwälten geleitet, alles ist verglast, alles leuchtet, alles es ist nicht schön. Computerbildschirme und Tastaturen, ist alles durchsichtig, wie damals bei Minority Reports, da hat er uns auch einen reingewirkt, der Spielberg. Also da muss man ihm heute auch noch nachträglich nochmal eigentlich fürs aufs Maul hauen, dass er uns das angetan hat. Ja. Dass in jedem verdammten Film diese gläserne, durchsichtigen Bildschirme und Tastaturen, das ist... Obwohl ich denke, das kommt echt. Ja, na, das ist ja das, glaube ich. Ich glaube auch. Und dann glotzt du danach auf deinen Buchenschreibtisch. Weißt du, immer durch Ich finde das total geil. Du legst irgend so ein kleines Gadget auf deinen Glastisch und mit einmal wird der ganze Tisch zum iPhone. Ist doch super. Ja, wir machen das einfach mal so, dass Apple damit anfängt, mal die iPads zu entspiegeln, damit ich nicht mal meine Fresse sehe, wenn ich im Zug einen Film gucken will. Und dann sehen wir mal weiter, dass es durchsichtig wird. Kommen wir wieder zurück zum Film. Der Hauptbösewicht, der auch der Titel, der untertitelgebende Charakter ist, Elektro. Gespielt von Charles Rettinghaus. In der Maske von Jamie Foxx. In der Maske von Jamie Foxx. Der Elektroschlumpf fängt an. Er sah wirklich, wirklich außen wie eine Mischung aus Mr. Freeze und Dr. Manhattan. Ja. Ganz deutliche Parallelen zu sehen, auch gerade am Ende zu Dr. Manhattan. Und er sah auch. Er hat aber später das Kostüm gekriegt von einem von den Fantastischen Vier. Das muss man auch dabei sagen. Das war sofort da. Das Kostüm war sofort. Die haben halt alles im Haus. Der ist direkt an so einem Superhelden. Da gibt es in New York so einen Schneider. Das ist, du siehst das. Die schreiben das auch demnächst dran. Oscorp. Schurkenkostüme, Aale und Strom. Das ist so. Oscorp, ein schlimmer Finger. Gary war raus in dem Moment, als der böse Professor mit der Stimme von Lutz Mackenzie, der ja auch eigentlich ein Guter ist, aber der, wenn er Bösewicht ist, nicht, immer wieder... Er ja nur nichts dafür. Ja, aber was sagte er dann? Mein Name ist Professor Kafka. Und da war ich Dr. Kafka. War ich sofort raus. Okay. Ich werde Sie in eine Kakerlake verwandeln. In eine Elektrokakerlake. Überhaupt hat das dann auch sehr viel, hat man da keine Ideen gehabt? Irgendwie, ich meine, dieses Asylum, das ist ja, das gibt es ja in dem DC-Universe. Erstaunlich ideenlos. Er ist an einer Stelle sehr genau am Comic dran, an einer Stelle, die ich jetzt nicht spoilern werde. Genau. Ganz hart am Comic dran. Ansonsten sehr ideenlos, sehr lang, sehr in die Länge gezogen. Es wird noch gekrönt durch den Abspannsong von Tim Bensko. Ja. Also der hintere Abspann. Man hat sich jetzt nicht getraut, das direkt in den Film einzufügen. Könnt ihr euch noch erinnern an den Glöckner von Notre Dame? An die deutsche Fassung vom Glöckner von Notre Dame? Als am Ende noch die Kelly Family in einem Video auftauchte, noch vor dem Abspann. Nee, habe ich nicht. Aber da bin ich wirklich aus dem Kino, schreiend aus dem Kino. Ich habe den gar nicht gesehen. Mein letzter buckligen Film ist ewig her. Ich kann es dir gar nicht sagen. Sehr schöner Film, aber... Auch ein Genre, was ich nicht richtig tue. Also, buckligen Filme. Jetzt kommt X-Men als nächstes und wir haben noch Guardians of the Galaxy und da freuen wir uns auf den jetzt. Freuen wir uns auch eigentlich mal auf andere Filme als nur Marvel Godzilla. Und DC? Ich freue mich auf Godzilla. Ja, Godzilla. Haben wir übrigens keine Vorschau gesehen? Du nicht? Nein, ich meine hier, jetzt bei vor Spider-Man. Nö, das hat er auch nicht nötig. Das hat er nicht nötig. Nee. Der hat Bryan Cranston, der kocht Meth und versucht gegen eine Riesenechse zu kämpfen. Ich freue mich riesig drauf. Genau. Also sagen wir abschließend noch was zu The Amazing Spider-Man The Rise of Electro. Ich hätte mir lieber Electro-Man gewünscht, meinen lieben Freund und Kollegen Roberto Capitoni, der gegen Rakatakatak. Ich kämpfe gegen Spider-Man Rakatakatak. Mal sehen, ob es heute klappt. Das hätte ich mir gewünscht. Aber die Synchronisation war überlegen. Also jede Stimme war klein und toll besetzt. Charles Rettinghaus vorne weg, aber dann auch Gerrit Schmidt-Voss, weil für den Green Goblin, weil der ja sowieso so ein bisschen aussieht wie so ein Leonardo DiCaprio für Arme, der Darsteller. Stimmt. Und sogar der Pilot der abdrehenden Maschine war die Stimme von Brad Pitt. Das war Tobias Meister. Ja, habe ich auch gehört. Der auch ein Meister ist. Ihr seid echt gut, ehrlich. Ja, natürlich sind wir gut. Dafür, dass wir keine Hörspiele schreiben, Gary. Ja. Ne, wir haben ganz gut. Ja. Wir hatten Zeit zum Analysieren, weil wir uns nicht richtig gut amüsiert haben. Also wir können den Film nicht uneingeschränkt empfehlen, eigentlich gar nicht. Man kann ihn empfehlen, wenn man 14 ist,
frisch verliebt. Punkt. Oder man leiht ihn sich Punkt. Aus, genau. Wenn er dann endlich auf Blu-ray draußen ist und man spult immer vor. Genau. Und guckt sich immer im Repeat immer die schönen 3D-Szenen an, wenn Spider-Man. Ich kann mich erinnern, als damals der erste Werner-Film rauskam, da habe ich dann. Ein schönes Beispiel. Das ist jetzt. Ja, nein, pass auf, da mache ich einen Schuh draus. Und zwar habe ich da eine spezielle Gary-Version geschnitten. Und zwar, klar, ganz klar, ich habe mir die ganzen Realszenen zusammengeschnitten. rausgeschnitten und habe da, das war ein reiner Cartoon-Film, dann, der 20 Minuten ging. Ja. Und ich glaube, so werde ich sie auch machen. Nein, ich glaube, es ist noch schlimmer. Ich glaube, Amazing Spider-Man 2 hat den Jurassic Park-Effekt. Verdammt wenig Saurier. Und verdammt viel drumherum und zwischendurch und pass mal auf und hast du nicht gesehen. Es macht dich hier nicht unbeliebt. Ich liebe Jurassic Park. Das heißt, wir fanden Jurassic Park toll, obwohl wir wenig Saurier hatten. Aber wenn sie da waren, hat es richtig auf die Fresse gegeben. 1993 waren da schon sehr viele Saurier. Es waren so viele Saurier drin, wie da hätten sein können. Für 1993 waren viele Saurier drin. Für vor 60 Millionen Jahren waren es wenige. Klar. Logo. Das ist, du hast recht, für 93 das nächste Mal, war schon einer. Das nächste Mal eine Menge. Wünschen wir uns mehr Spider-Man und weniger... gute Zeiten, schlechte Zeiten. Einen guten Bösewicht haben wir auf jeden Fall jetzt mit Harry Osborn. Ja. Der Geier wird kommen. Der Geier wird kommen. Ich denke, da muss immer noch ein Condorman. Der Octopus. Nein, Doc Ock. Ja, aber, Doc Ock war. Ja. Und ist von Alfred Molina. Was Alfred Molina? Es war perfekt. Von Alfred Molina super Knorke gespielt wird. Spider-Man 2 ist der beste Spider-Man-Film, weil er auch da wieder den besten und motiviertesten Bösewicht hat. Und es auch ein richtiger Sam Raimi-Film ist. Weil wenn ich nur an die Krallen denke von den Armen von Doc Ock, der hat jeder eine eigene Persönlichkeit. Die gucken sich an. Die irgendwie Film sprechen. War ein ganz großartiger Film. Das war gut. Dieser Film hingegen war... Nicht, aber eine ja. Nummernrevue, unmotivierter Schurken mit einer Menge Herzschmerz, Heidi-Tai dazwischen, was mich nicht wirklich berührt hat, weil ich ein alter Knochen bin. Und es war nicht organisch. Nein, war einfach nur. Wir sind alte Säcke. Wir sind auf die Stromrechnung gespannt. Und ich meine, wir müssen das auch mal so sehen. Vielleicht gehören wir auch einfach nicht mehr zur Zielgruppe. Ich kam mir sehr alt vor, muss ich wirklich sagen. Ich habe gedacht, bin ich jetzt so alt, dass ich diese ganze Elektromusik. Wir sind nie zu alt. Ja, aber diese Elektromusik, dieses komische musikalische Gewaber, nenne ich das mal. Ich möchte das nicht Soundtrack nennen. Und diese ganze Love-Story-Sachen da habe ich wirklich gedacht, weißt du, da gucke ich mir lieber nochmal die Blaue Lagune an. Ja, weißt du? Genau. Am Arsch die Räuber. Also dafür fand ich ihn dann doch ganz schön gut. Aber nochmal rein mit meinem Neffen, da säge ich mir lieber ein Bein ab. Also Spider-Man, schade, muss nicht sein. Kann man machen, ist aber nicht nötig. So, jetzt gehen wir wieder zurück ins Studio. Und da sind wir wieder, wie durch Zauberei. So, das war das, was wir zu Spider-Man... The Amazing Spider-Man zu sagen hatten. Der Film hat sich jetzt ein bisschen gesetzt. Ja, Amazing. Ist aber nicht besser geworden. Ist nicht besser geworden. Nee. Also wie gesagt, wenn er durch die Stadt fliegt, ist das ein toll. Ja, das hast du gerade gesagt, du musst es nicht nochmal wiederholen. Aber deswegen sagte ich vorab, wie gesagt. Wie gesagt. Wie du eingangs bereits erwähnt. Wie ich eingangs schon erwähnte. Gut. aber wir haben ja so einen kleinen Gast. Wir haben einen Beisitzer. Ein Beisitzer. So kein Gast. Der ja eigentlich zur Zielgruppe gehört. Definitiv. Von Spider-Man. Ja. Genau. Ja. 19, Henry Streberg, Henry mein Sohn. Brandon Streberg, der Sohn. Henry Brandon Streberg. Ja. Rumburak Nebukadnezar Streberg. Wie hat dir der Film denn gefallen? Ganz kurz. Moment. Du fandst den scheiße. Schlecht. Also das war, glaube ich, auch erstmal, wo ich im Kino saß. Sprich doch erstmal ins Mikrofon rein. Du musst das auch drehen. Also das war das erste Mal, wo ich im Kino saß und gesagt habe, Mann, ist der schlecht. Also wirklich, ich bin sonst nicht so. Bei einem Superhelden. Ich bin so alles Menschen. Ich muss dazu sagen, Henry ist 19 jetzt. Ich bin 19, ja. Und es gab damals einen Moment, als du mir ganz stolz den ersten Trailer von Transformers vorgespielt hast, worauf ich mich weggeschrien habe vor Lachen, ob dieses Irrsinns und wie blöd das eigentlich ist. Und da war Henry richtig sauer auf mich. Ja, der war richtig angefressen auf mich. Ja. Weil ich rausgegangen habe mit meinen Transformers-Figuren gespielt. Weil ich kannte das halt nicht und ich fand das auch irgendwie auch blöd. Ich meine, Transformers ist auch jetzt nicht irgendwie Autorenkino, aber man muss sagen, ich hatte mich damals ein bisschen zu sehr echauffiert. Ich fand den Film ja nachher gut. Ich fand den ersten Transformers-Film ja auch gut. Stehe auch immer noch zu. Ist ein schöner Gehirnwegpuste-Film so. Also, das ist Transformers. Ja, klar. Kann man durchaus machen. Aber du warst damals auch ein bisschen auch sauer auf mich.
Also du bist, ja, du, ich finde, du zählst ja wirklich zu dieser Generation, die ja mit diesen ganzen Sachen aufgewachsen sind, mit diesen ganzen digitalen Effekten, wie jetzt bei Jurassic Park, das kennen wir ja CGI. Nicht mehr, verstehst du? Godzilla wurde früher aus Knetgummi gemacht, das sind Sachen, die du... Ja, Moment mal, Godzilla war früher ein Mann im Gummianzug. Ja. Das war schon ein Riesending. Ja, aber der erste aus dem Toho-Studios war kein Mann im Gummianzug, das war ein Stop-Motion-Film. Wir haben uns quasi, ich saß im Kino bei Jurassic Park, wann bist du geboren, welches Jahr? 95. So, 93 saßen wir im Kino und wir haben das quasi nicht geglaubt, dass es jetzt möglich ist, sowas mit digitaler Technik zu machen. Du bist ja quasi damit, du gehörst ja zu Digital CGI Native, ja, sozusagen. But bei Jurassic Park, you stand as Quarkspeise noch im Schaufenster. Das heißt, du warst noch gar nicht in der Auslosung. Aber sein erstes Wort war? Bam. Spielberg. Nein. Achso, das war wirklich so. Da war der Henry noch im, saß noch im Kinderwagen und ich bin mit ihm durch die Gegend gefahren. Und wir haben an einem Zeitungskiosk Halt gemacht und da war ein Sterntitel und Steven Spielberg war da drauf, irgendwie mit seiner Shoah Foundation oder so. Auf jeden Fall saß der Henry in seinem Kinderwagen und sagte: Guck mal, Papa Spielberg. Ja. Die ganzen Leute um uns rum waren sehr, sehr irritiert, ja, um es einfach zu sagen. Also da, wenn er jetzt gesagt hätte, guck mal, Papa Saddam Hussein, das hätte dann... Ja, das wäre... So, David Lynch, das wirklich das rückwärts. Das ist mein Geil. Ist mir was Neues. Ja, ich kann im Gegensatz zu dir, Thorsten, den Zwerg auch optisch darstellen. Ist mir was Neues. Ich mach mich nicht kleiner, ich bin klein. Du bist in dem Sinne nicht klein. Der reitet immer darauf rum. Was denn? Also, aber Spider-Man, um nochmal auf das Thema zurückgekommen, als Superheldenfilm hat hier der... Nein, ich fand den einfach schlecht. Also, der Gary hat das auch jetzt schon miterlebt, die letzten beiden Tage, wo ich da echt in meinem Zimmer saß und geweint habe, nicht, weil nein, das war einfach ein Scheißfilm. Nein, ich hab so gegrübelt und hab gedacht, warum ist dieser Film jetzt so schlecht? Warum finde ich den jetzt so schlecht? Und ich habe das versucht zu analysieren und ich fand den einfach so schlecht. Es haben jetzt einige Leute aber gesagt, dass eigentlich, was wir ja moniert haben, die ganze Liebesgeschichte und so weiter, dass das ja eigentlich auch das ist, was Spider-Man immer auch ausgemacht hat, auch immer unterschieden hat zu anderen Superhelden. Ich meine, Superman hatte immer Lois Lane und so immer, Batman hatte auch mal sein Kröschen. Jetzt konnte ich das auch mal sagen. Sein was? Kröschen. Was ist das? Kröschen ist, wenn man... Gary, hilf mir doch mal. Kröschen. Was heißt denn Kröschen? Du hast jetzt ein Selfie gemacht, damit ich gar nicht mehr... Ein Selfie ohne Gary. Ja. Ein Kröschen ist, wenn man so eine kleine... Ach so, ein Techtelmechtel. Techtelmechtel, genau. Techtel und Mechtel, genau. Was ist jetzt damit? Wer hat das gehabt? Batman hat doch ab und zu mal so... Mit der Tochter von Ra's al Ghul. Aber bei Spider-Man war das doch Ra's wirklich ein zentrales Thema, von wegen auch Pubertät. Ra's al Ghul. Ja. Es gibt immer langsam al Ghul und immer Ra's al Ghul, oder was? Ra's al Ghul. Ja, hab ich doch gesagt, Ra's al Ghul. Du hast Ra's gesagt. Und der Podcast wird es beweisen. Ja, genau. Ich muss das mal hier. Ra's al Ghul. Das klingt. Jennifer Ra's al Ghul. Ja, genau. Die Tochter von Liam Neeson Ra's al Ghul. The power of al Ghul. Alles kaputt machen. Ja, the power of Ghul. Wir müssen jetzt aber auch nicht mehr über Spider-Man, The Amazing Spider-Man reden. Man könnte sich reinsteigern, will man aber nicht. Aber will man nicht. Wenn diese elenden Nummernrevue aus Bravo Fotoroman rumgeknutsche. Ja. Und Superschurken abarbeiten. Ja. Schlimm. Kommen wir zu etwas Erfreulichem. Wir haben Filme geguckt, zwischendurch auch. Nicht im Kino, nicht nur im Kino. Oder war noch einer von euch im Kino ohne Nein. Mich? Wir wollten gestern in einen Lego-Film, aber haben wir dann nicht geschafft. Ja, das ist vergangen, Alter. Es sei denn, du hast einen DeLorean beim Flugskompensator in der Garage. Den wir ja schon gesehen haben. Ja. Hat einer von euch Lego gesehen? Nein. Ich meine, Lego den schon, Baustein. Ich habe Lego schon mal gesehen. Den, ja. Ich habe meinem Sohn Gotham, Arkham. Asylum. Seid ihr da echt noch nach Oberhausen gefahren? Wir sind echt nur nach Oberhausen gefahren. Nach dem Kino. 159 Ocken. Nochmal vielen Dank an mein Publikum. Ja. Ja. Aber dafür, jetzt weißt du auch, wofür du arbeiten gehst. Ja, nur dafür. Ja, natürlich. Ich und Lego. Ist es das wert? Hättest du dir das gekauft? Hättest du gut getötet in dem Alter für das Arkham Asylum von Lego? Ja. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Also man kriegt eine Irrenanstalt aus Lego. Das ist schon...
Mit Joker, Bane, Poison Ivy, Bane! Oder wie er sagt, ich werde euch alle töten. Hallo. Ich finde, er klingt im Original wie Sean Connery. Oh, ja, natürlich. Ja. Das hat der Tom Hardy ja auch gesagt, er hätte sich daran orientiert. Ach so, wirklich? Ja, klar. Oh, yes, hallo, Pussy. I used to be a milkman in Edinburgh. Yes, yes. Haben wir aber auch schon drüber gesprochen. Müssen wir nicht drüber reden. Ich habe zwischendurch über Ostern habe ich mir den Hobbit ausgeliehen, den zweiten. Du hast dir den nicht gekauft, was ist denn hier los? Ja, weil ich warte auf die Achso, die Special Ende, 11 Blu-Rays, 2 Poster und ein Bügelbild. Edition. Die aber erst 2017 kommen. Bügelbilder erinnern? Einfach, dass es zu wenig Bügelbilder gibt. Ja, echt. Ja, wir müssen auch einfach. Das gab es immer im Yps, gab es ab und zu Bügelbilder. Ja, ja, ja. Super. In der Yps gab es Bügelbilder. Ich bin großer Bügelbilder-Freund. Ja, Bügelbild. Ja, du bügelst ja auch gerne. Ich bügel hart was weg. Ja. Und das ist jetzt, ja, das ist jetzt kein Scheiß. Oh. Thorsten ist einer der talentiertesten Bügler. Ja. Also man braucht selber keinen Hosenbügler, wenn man keinen elektrischen Hosenbügler im Hotel, weil man mit Sträter unterwegs ist. Ja, genau. Wenn man mit Sträter unterwegs ist, hat das andere Nachteile. Der auch. Mensch gewordene Hosenbügler. Der, ja. Genau. ich habe mir nochmal angeguckt, einfach weil ich nochmal Schmauk sehen wollte. Schmauk, ja. Und es ist rasch. Ich habe ihn, glaube ich, ich habe fünfmal die letzte Stunde gesehen und es war einfach nur großartig. Ja, der Schmauk. Es ist einfach nur, wenn er diesen fetten Kopf reindreht ins Bild und das, wenn man es in 3D guckt, steht der Kopf wirklich im Zimmer. Er ist im Original unfassbar gut, natürlich wegen der Stimme von Cumberbatch, die wirklich lippensynchron ist er verkörpert den, also nicht nur mimisch, einfach auch, ja, ganz großartig. Wusstet ihr, dass das der Sirkin, dass der Circus. Aaron Sirkin ist der Macher von Andy, The New Show, genau, Arkin hat den vollkommen anders, dass der als Berater bei Godzilla mitgewirkt hat. Nein, doch, ja, doch. Andy Serkis. Ja, ich hatte erst gedacht, der hätte den gespielt. Wenn einer dabei war, ist 100 Meter hohe Ecke, wäre ich dann eher. Also. Ja, absolut. Genau. Andy Serkis ist, schön. Das ist da freuen wir uns auch sehr drauf. Auf Godzilla. Ja, auf Godzilla freue ich mich mittlerweile wirklich genau, sehr. Ich freue mich auch auf Godzilla. Lass uns das nach Lego unser zweiter Film sein, den wir hart feiern. Auf jeden Fall. Also ich habe ein paar Filme gesehen über Ostern zu Hause, unter anderem auch einen Film, den du auch gesehen hast, Thorsten, und zwar Byzantinum ist, glaube ich, der Stoff, das Element, auf dem dieses Hotel gemacht worden ist. Byzantinum. Ein Vampirfilm von Neil Jordan. Neil Jordan hat bereits schon mal einen Vampirfilm gedreht. Ja. Das ist geil, ne? Der Name, wenn man ihn lautmalerisch ausspricht, kommt zwei Flüsse drin vor. Das ist echt krass. Neil Jordan, stimmt. Danke, aber... Gerne, ja. Ja. Wenn er so heißt, immer... Zwischen Köln, Neil und Leverkusen-Euphrat ist ein Stau. Muss ich immer dran denken. Ja. Neil Jordan, welcher Vampirfilm stammt noch von Neil Jordan? Preisfrage an Gary. Oh, ich muss ich passen. Muss ich passen? Henry? Ich weiß, Neil Jordan? Interview mit einem Vampir. Hey. Das ist aber so. Respekt. Applaus. Ja. Der ist auch von Neil Jordan gedreht worden. Byzantinum. Meine Fresse. Byzantinum. Ras. Smaug. Ist eine Kleinigkeit nur. Ist ein toller Film. Hat mir. Ja. Ist ein guter Film. Ein Film, der das Vampir-Thema mal ein bisschen anders aufgreift. Sujet. Ich wollte es nicht sagen. Ich wollte es auch sagen. Aber nachdem du mich hier dauernd maßregelst verbal. Ich versuche dich ein bisschen zu korrigieren. Oh, du hast ansonsten hast du lauter Trolle irgendwie auf YouTube, die wieder. Es heißt Ras! Übrigens, Herr Sträter kam heute etwas zu spät. Es ist schon Sträter kommt später. Sträter kommt später. Mit der Begründung, der Schornsteinfeger ist da. Ja, das stimmt. Ja. Das kenne ich sonst nur aus Pornos. Der heißt Mike auch. Tut mir leid. Der Schornsteinfeger, tut mir leid. Wieso liegt denn hier so viel Kohle rum? auf jeden Fall ist Byzantinum ein ganz toller Film mit zwei sehr tollen Frauen. Ja. Mit Saoirse Ronan. Saoirse Ronan? Ja. Wieso kannst du den Namen aussprechen, den sonst kein Mensch auf der Welt aussprechen kann? Saoirse Ronan. Saoirse Ronan. Bekannt zusammen mit Matthew McConaughey. bekannt aus Wer ist Hannah und The Lovely Bones von Peter Jackson. Ja, ja. Viele Leute hassen ihn, ich weiß nicht warum. Ich finde, wen jetzt, die Schauspielerin? Lovely Bones finde ich einen schönen Film. Super, sehr guter Film. Nicht, sie wollten nur ein Geräusch machen. Die habe ich gar nicht gesehen. Okay. Dafür habe ich das hier. Und sie spielt mit und Gemma Arterton
Gemma arterten und das arteten aus. Und das Film, arterten wirklich, sowas von aus. Also, weil sie wirklich da flüssig Latex-Schlüpfer aufgesprüht bekommt. Mein Gott, sie hat Klamotten an. Auch wenn das jetzt so ein bisschen sexistisch masochistisch. Ja, das sind wir ja gewohnt. Was wir machen, nein, das sind wir überhaupt nicht gewohnt. Ich halte mich da sehr, sehr zurück. Was wir machen, ist eine analytische Bestandsaufnahme. Sie war angezogen wie eine Sadomaso. Jetzt mal, du als Kostümfetischist, als affiner... Das hat Kostüm nicht mehr zu das tun. Die Kostüme von Frau Arterten sind aber sowas von... 80% des Kostüms hatte sie in der Po-Ritze. Wenn ihr das aber das muss sie doch erstmal anziehen. Das, ja. ist doch Design für sie. Meine Herren, also das ist schon durchaus... Ja, das war schon... Und es ist ein sehr feministischer Film gleichzeitig. Es ist ein Film, der das gut, Thema... Gut gerettet. Ja, Dennis. Ja. Ist durchaus ein Film. Ja, es ist ein schöner Film, der mal eine andere Sichtweise auf die Entstehung des Vampir-Mythos wirft. Und er zeigt ein ganz, ganz schäbiges Brighton Beach. Es ist nicht, glaube ich, es ist nicht Brighton. Es ist sowas von Hard Brighton, glaube ich. Es ist irgendein anderes Seebad. Ich war schon ein paar Mal in Brighton. Ich glaube, das ist nicht Brighton. Das ist irgendein anderes. Ein anderes verranztes englisches Seebad kommt aber an Brighton durch. Steht das da nicht? Okay. Guck doch mal nach. Guck doch mal hier bei in diesem Internet unter Location. Das steht da auch. Stand da auch. Nee, stand da nicht. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr sehenswerter Film. Ja, ja. Byzantinum läuft. Macht auch ein bisschen rollig. Naja, ich persönlich interessiere mich für die mythologischen Aspekte. Natürlich. Natürlich, ja, klar. Der asexuelle Herr Schreter. Absolut. Dann habe ich noch gesehen den Film Drecksau. Alte Sau. Ja, den habe ich noch nicht geguckt. Ist der gut? Ja, Filf. Es ist schön, wenn man sich in der Videothek ausleiht und der Videothekar dann sagt, Byzantinum, Hobbit, Drecksau. Also, gut kennen wir uns noch auch nicht, aber es ist sehr, sehr schön. Ja, es ist eine Verfilmung von Irvin Welsh, der ja auch Trainspotting gemacht hat. In dem gleichen Stil ist er spielt genau wie Trainspotting auch in Edinburgh. Und Hauptdarsteller ist James McAvoy. Sehr, sehr kontra gecastet, würde ich sagen. Ich hätte ihn jetzt nicht so als allererste... Ich hätte auch Claude Oliver Rudolph genommen. Absolut, ja, das wäre naheliegend gewesen. Ja. Aber er kann, glaube ich, nicht so gut schottisch. Mhm. Und er spielt in diesem Film also quasi die Titelrolle auch Drecksau. Also er ist einfach eine Drecksau. Es ist ein, wie ich finde, sehr lustiger Film, sehr böser Film. Es geht um einen korrupten Cop. Um einen korrupten Cop, genau. Wie man ihn kennt aus Bad Lieutenant und aus diversen anderen Bad Cop Movies. Ja. Es gibt ja die Good Cup, Bad Cup Movies. Es gibt nur die Bad Cup Movies. Ah, gute Tasse, böse Tasse. Finde ich gut. Also er Two Girls, One Cup. Und er kokst. Zwei Frauen, ein Polizist. Schönen Gruß an Herrn Grashoff an dieser Stelle. Und er kokst und vögelt sich durch den Film und hat natürlich Konsequenzen. Es gibt eine Sequenz, die in Hamburg spielt, auch sehr schön. Alles schön. Überraschend oder? Das wird schon angekündigt. Wir fliegen jetzt nach Hamburg. Plötzlich. Auf einmal. Hamburg. Es steht vorm Schloss in Edinburgh und dreht sich um und ist auch ja, so ungefähr. Es ist ein Schnittfehler, ein Anschlussfehler. Ja, genau. Ja. Nein, ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Interessant war zu beobachten, meine Frau ist ja quasi ein großer, großer Fan von James McAvoy. Ja. Und sie hatte sich ein bisschen gefürchtet vor dem Film, weil sie dachte, sie kann den Kerl danach nicht mehr sehen. Ja. Aber. Ich habe immer gesagt, es ist doch auch ein Zeichen dafür, was für ein toller Schauspieler dieser Mann ist, was er auch spielen kann. Und was sehr, sehr schön war beim Interview, spricht James McAvoy von seinem Kollegen, der Eddie Mazan, der auch bei World's End mitspielt. Dieser etwas, der sie nicht ganz so gut aussehen. Ach so, ja. Spricht von ihm halt, er sagt ja, dass er sehr vielseitig ist und er spricht dann auf Englisch. He's a real genre bender. Und in dem Moment guckt James McAvoy in die Kamera und zwinkert, worauf meine Frau sagt, das war jetzt nur für mich. Das war natürlich sehr, sehr schön. Und James McAvoy ist auch wirklich ein also ich sehe ihn sehr gern. Freue mich sehr auf seinen neuen Auftritt als Professor Xavier. Ja, Naidu. Genau, da war ich ein bisschen schneller. Dieser Weg wird kein leichter sein. Manche Vorlagen muss ich selber wohl nehmen. Ja. Sehr, 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 sehr guter Film. Auch ein sehr guter englischer Film, den ich mitgebracht habe, den vielleicht noch nicht alle gesehen haben. Sightseers. Ja. Hast du gesehen? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Großartig. Aber ich habe viel darüber gelesen, unter anderem natürlich in der hochgeschätzten Deadline, der ja auch von der Deadline, ach, der Aufkleber ist weg. Ja. Hennes, worum geht es in Sightseers? Es geht um zwei Menschen, ein Paar, ein sehr komisches Paar. Es kann, glaube ich, nur in England spielen. Walter Matthau und Jack Lemmon. Genau.
Und sie sind beide sehr verstört und begeben sich auf einen Campingtrip durch England, besuchen total skurrile Museen und komische Höhlen. Das hört sich interessant an. Und begehen dabei, wie der Zufall es will, den einen oder anderen Mord. Ah, es geht so ein bisschen. Das es ist der Catch. Es ist so ein bisschen Natural Born Killers, es ist ein bisschen Bonnie and Clyde. Aber es ist einfach krank und es ist sehr, sehr, sehr komisch, weil die beiden Hauptdarsteller sind auch Komiker, Stand-up-Komiker. Alice Love und Steve Oram. Alice Love kennt vielleicht einige nicht aus der wunderbaren Serie Garth Marenghi. Ja, das ist schon mal gut, dass wir sie da auch nicht kennen. Garth Marenghi wird an anderer Stelle noch zu sprechen sein. Kennst du Garth Marenghi? Dann gucken wir das erst und reden dann drüber. Und sie sind Komiker und haben quasi in ihren Stand-Ups quasi diese Art entwickelt. Es ist jetzt nicht wirklich vordergründig Wortwitz, sondern es ist wirklich so Situationskomik. Loriot in Evil, könnte man sagen. Okay. Sehr schön synchronisiert von Anke Engelke und Bjarne Mädel. Es gibt auch ein Special auf der Blu-ray über die Synchronisationsarbeit. Und das ist... ich benutze jetzt einen sehr, sehr strapazierten Begriff, kongenial synchronisiert. Ah, hervorragend. Eine absolute Empfehlung, da wird sehr jemand schön. Angerufen. Stellt's bloß nicht auf Stumm, Gary. Nicht auf Stumm, Gary. Sightseers. Gucken, auf jeden Fall. Okay, ich bin dran. Du bist dran. Ich arbeite mich gerade erstmalig, weil ich damals keinen Bock drauf hatte, durch Walking Dead. Ja. Ich weiß nicht, warum mir das Gesicht verzogen wird. Nein. Ich? Henry hat ein bisschen geguckt. Ja, die... Ich bin jetzt bei der dritten Staffel. Ich gucke jede Nacht 10 Folgen. Man ist ja Künstler. Ja, dann bist du ja durch. Ich bin in Kürze durch. Und sowas von durch. Also ich fand es anfangs nicht so interessant und mittlerweile, es hat mich hart gepackt ab der zweiten Staffel. Wie da gestorben wird, ist die eine Sache, das gefällt mir sehr gut. Von der zweiten Staffel habe ich bisher nur gehört, dass sie doch ein bisschen sehr, sehr dialoglastig ist und gar nicht so viele... Ist die zweite Staffel nicht die, wo Kastan oder wie heißt der Showrunner, der ursprüngliche? Darabont. Frank Darabont ausgestiegen ist? Oder ausgestiegen wurde. Ja. Echt? Darabont gefeuert, ja. Also es gab merkst du wenig von. Und was ich sagen wollte, war vor allen Dingen, dass die Filme sind explizit gewalttätig. Das stimmt. Großartiges Make-up. Also ich muss echt sagen, ich habe in jeder Folge... Greg Nicotero. Greg Nicotero. Sie sind sehr gewalttätig. Richtig. Okay. Greg Nicotero, der sich besonders hervorgetan hat durch das Maskendesign bei From Dusk Till Dawn. Da sah man das erste Mal, was die fähig sind. Ja. Großartig, wie da Zombies niedergemetzelt werden. Ich frage mich immer, ist das eine Kombination aus Computertrick oder ist das Puppet-Kram? Machen die Arbeit mit Animatronics und Masken? Ich glaube, das ist tatsächlich eine Kombination. Ein sehr ja. hohes Production-Value, muss man auf jeden Fall sagen. Ein sehr hohes Production-Value, also teuer, die Scheiße. Ja. Und, das wäre doch mal ein Kaufgrund, wenn auf der DVD hinten dreht, teuer, die Scheiße. Teuer, die Scheiße, ja, finde ich gut. Ich bin ja... Brutaler Dreck. Ich hab ja ein Problem mit Zombies, einfach weil ich habe... Weil ich habe einfach Schiss vor den Viechern. Ach so, das ist, hast du bald nicht mehr. Also, meine Webseite ist noch nicht online, aber sie steht... Sie kommt jetzt, habe ich ja gesagt, mein Tourtagebuch mit Untoten. Die Seite heißt 28 Days Sträter. Was denn? Allein dafür. Groß. Ja. Moment, Augenblick. Dankeschön. Bitte sehr. Und, das musste ein Tusch. Okay. War ein Tusch wert. Gut. Ich habe da einfach Schiss vor und ich bin ausgestiegen bei The Walking Dead. Ich habe die erste Folge ist, glaube ich, die Folge, wo diese halbe Zombie-Frau auf dem Rasen rumliegt. Oh ja, oh ja. Wo der Hauptdarsteller... Habt ihr da die Webisodes gesehen? Nein. Zu der Staffel darf ich meinen Gedanken erst noch zu Ende führen? Ja, ja, das hat mich wahnsinnig berührt, weil es doch eine sehr gruselige Szene war. Aber wie sie ihn, also diese halb zerfressene Zombie-Leiche, ihn dann angucken, wie quasi aus ihren Augen raus, man kann ja das quasi lesen, bitte jetzt mach Schluss mit mir. Ja. Und das fand ich doch sehr, sehr ergreifend. Ganz kurz noch, ich bin ausgestiegen in dem Moment, wo sie das Pferd auseinandergenommen haben, weil das kann ich einfach nicht. Ich kann einfach nicht sehen, wenn irgendwelche Tiere, ich bin Vegetarier, ich kann das nicht sehen. Ja. Tut mir leid. Okay, aber du weißt schon, dass das kein echtes Pferd war. Das weiß ich. Ist egal. Das pass auf, ich, aber das geht und das gar ist aber nicht. Du hast mich damals in I Am Legend reingeschickt, wo Will Smith seinen Hund umbringt. Oh, und ich saß im Kino zwischen lauter Fremden und hab geschrien, Streben!
Wie kannst du, weißt doch ganz genau, was bei mir, ja, ich war tagelang nicht ansprechbar. Ja, ja, ja. Ich kenn mein Gott, ey. Aber es gibt zu jeder Staffel von Walking Dead gibt es ja diese sogenannten Webisodes. Das sind so kurze Episoden, die erstmal so nichts mit der Haupthandlung zu tun haben, ja. Aber zum Beispiel die Webisode zu der ersten Staffel erklären dann genau, was es mit dieser Frau auf sich hat. Ah! Das ist echt? Super, super genial. Also es kriegt dann also, hin, am Ende kriegt es dann wirklich... Ich habe es gespoilert, aber das ist ja... Nein, er hat, also für seinen Ruf als Spoilerboy hat er sich jetzt ziemlich zurückgenommen. Ja, aber es ist sehr sehenswert, da muss man mal ein bisschen googeln, um die noch zu finden, weil ich glaube, die gibt es so nicht mehr, aber ich meine, auf den DVDs sind die mit drauf, oder? Müssten doch eigentlich. Weil es ist ziemlich genial, wie das dann doch noch den Twist zu der Serie dann kriegt. Also Walking Dead, bin großer Fan, also für mich Walking Dead, ich bin ebenfalls großer Fan. Was kommt denn jetzt nach Staffel 3, Staffel 4 wahrscheinlich? Produzieren die gerade oder liegt die schon in der Blu-ray rum? Staffel 4 läuft doch gerade, oder nicht? Ist das Staffel 4? Das war Part 2, was wir gesehen haben. Part 2 von was? Von Staffel 3. Hä? Moment, wie seid ihr denn drauf? Wann kommt die Staffel 4? Staffel 4 läuft doch. Die läuft doch jetzt gerade. Ja, Staffel 4 läuft. Oder die lief jetzt gerade. Die ist jetzt gerade. Das heißt, ich kann die kaufen? Noch nicht. Nee. Aber sie läuft. So viel Information muss jetzt reichen. Nein, sie läuft nicht mehr, weil sie ist jetzt gerade fertig. Vor zwei, drei Wochen oder die so. Ausgelaufen. Ja. Oder fertig produziert. Ah, richtig ausgelaufen? Ja, die gesendet worden. Ach so. Gut. Ah, ausgelaufen ist ja nicht. Apropos Zombies. Kommen wir mal ganz kurz, machen wir einen Schwenk zu Hörspielen. Es gibt eine neue Serie von Oliver Döring, von unserem Freund Oliver Döring. Ja, der Mann, ein Genie. Der Mann hinter John Sinclair und hinter den wunderbaren Star Wars Vertonungen auch. Ich habe von Oliver Döring The Worst of. Ja, da spreche da ich mit. Da sprichst du mit. Da sprich ich mit. Du und Dieter spricht mit. Dieter Nuhr spricht mit und ich weiß nicht. Ja, großartig. Und Frank Glaubrecht und Joachim Kerzel. Joachim Kerzel natürlich, ja. American Werfährt, ich habe hart gefeiert. Das ist das war ein Abfallprodukt von Olli, dieses Worst of. Olli hat angefangen, wir müssen mit Olli eigentlich auch mal einen Podcast machen. Gerne. Olli hat ja angefangen als Autor und Macher von Hörspiel-Comedies, von Comedies für 1 Live, Die Retter. Und da habe ich ihn auch damals kennengelernt. Olli hat jetzt eine neue Serie, hat ja die Serie End of Time, dessen zweiter Teil gerade rausgekommen sind, über die wir beim nächsten Mal sprechen, weil ich muss sie hören. Streber und Streter, die noch hören müssen. Aber du weißt schon, dass du die letzte Mal rezensiert hast. Ich weiß, aber ihr habt es ja noch nicht gehört. Aber das habe ich noch nicht rezensiert. Das ist jetzt ganz neu. The Border, ja, auch von Olli Döring, ist eine Serie, die abgeschlossene Folgen. Was ich sehr begrüße, ja. Ja, obwohl ich da sagen muss, da könnte man sich vorstellen, jetzt bei der ersten Folge, Der Weg in die Hölle, könnte man sich vorstellen, das geht noch weiter. Ja. Da geht es im Großen und Ganzen auch so ein bisschen um Zombies. Es geht darum, dass in der nicht mehr allzu fernen Zukunft ein abgeschlossener Bereich, also quasi eine Höhlenlandschaft bevölkert wird und das Ernährungsproblem wurde gelöst durch das Buffet. Und Menschen, die sich am Buffet, was es ist, sage ich jetzt nicht. Nee. Bedienen, die haben da irgendwann mal so ein bisschen Veränderungen und wie es halt so ist. Okay. Aber wie Menschen, die auch die normal im Buffet sich auch bedienen, kennt man auch hier Universität, Mensa und so. Man ändert sich ja doch. Und das ist also eine neue Serie, auch sehr, sehr empfehlenswert. Ganz typischer Olli Döring-Style. Auch wieder beim Autofahren mit Vorsicht zu genießen. Also man kann sagen, Oliver Döring ist so der Michael Bay der Hörspiele. Ne? Ich würde ihn nicht beleidigen. Nicht der James Michael Cameron. Nicht der James Cameron. Naja, nee, Olli ist Spielberg? Nein, pass auf, warte, ich mache ein gutes Beispiel. Ja, bitte. Er ist wahrscheinlich der David Fincher der Hörspiele. Oh, da hat sich aber jetzt aber jemand durchaus nach vorne geschossen. Nach vorne geschossen, durchaus. Ja. Das ist absolut, da muss ich also sagen. Ich hab ja, das hätte ich besser so nicht sagen können. Ich habe ja mit Oliver Döring zusammengearbeitet, durfte für die Serien Gespensterkrimi durfte ich schreiben, was sehr viel Spaß gemacht hat. Das auch. Du kannst auch sagen, du hast für die Serien. Ich angefangen habe für Oliver Döring zu arbeiten als Autor, habe ich ihm meinen ersten Entwurf für eine Geschichte beziehungsweise meine erste Version eines Drehbuchs eingereicht und dann kam der Anruf: Ja, Gary, das ist schon alles ganz schön, aber nicht blutig genug. Da habe ich gewusst, hier bin ich richtig.
Ja, da habe ich meine Berufung gefunden gehabt. Und das ist auch das Tolle beim Hörspiel schreiben. Es wird zwar nicht so toll bezahlt, wie als wenn man fürs Fernsehen schreibt, aber man hat kreative Freiheiten, die so sonst kein Autor im Fernsehbereich hat. Also wenn Olli Döring das im Film machen würde, was er als Hörspiel macht, es wäre, glaube ich, nicht zu bezahlen. Ja. Du könntest, also jetzt nicht nur die Sprecher, das wurde ja damals, als die Sinclair-Serie lief, da wurden ja die ganzen... Apropos Sinclair. Ja. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich am 22.08. eine Show mache mit dem Rella Gerd in Dortmund. Mhm. Mit Herrn Dark. In der Tat. Mit Herrn Dark, Herrn Thomas Koch und Icke. Nein. Ich erwarte dich, Hennes. Wir lassen am uns 22. Dann müsste ich. Ich habe am 23. spiele ich selber in Dortmund. Wann? Dann kannst du gleich da bleiben. Am 22. oder 23. 22. Am 23. spiele ich. Ja, ich erwarte dich, Hennes. Wir werden mit Herrn Rella Gerd podcasten. Er weiß es noch nicht. Ich habe die Bestätigung gerade erst rausgetan per Mail. Wunderbar. 22.08. mit der Agentin besprochen. Jason Dark wird da sein. Ich werde Gruselgeschichten lesen. Deine Gruselgeschichten? Auch, ja, und ich werde aber auch einen John Sinclair schreiben. Und wir werden mit verteilten Rollen lesen. Ich erwarte euch. Ich bin gerne dabei. 22.08. in der Zeche Zollern in Dortmund. Mit Helmut Relagiert alias Jason Dark. Ja, den wir ja auch schon kennengelernt haben. Ein ganz lieber Mensch. Und er hat, glaube ich, auch ein Darkroom zu Hause. Entschuldigung. Hervorragend. Wunderbar. Und wir sprechen über die Hörspiele, wenn wir alle sie gehört haben. Und ich bin geil drauf. Wunderbar. Okay. Einen weiteren Film, den ich gesehen habe über Ostern. Don John. Ein Film über Onanie und Scarlett Johansson. Das kann nur gut sein. Ja, der Debütfilm von Joseph Gordon-Levitt, bekannt aus welcher Sitcom? Oh, Third Rock from the Moon, glaube ich. From the Sun. From the Sun, genau. Ja. Also hinter Mond gleich rechts. Ja, also Robin sozusagen, der Mann, der Pseudo-Robin. Der Pseudo-Robin. Quasi Joseph Gordon-Levitt, ein sehr, sehr hübscher Kerl, hat einen Film gedreht über einen pornosüchtigen jungen Mann. Hat dazu als seine Love Interests Julianne Moore und Scarlett Johansson gecastet. Ich sag mal so, ich hätte es nicht anders gemacht. Wenn ich den Film so gemacht hätte, hätte ich es genauso gemacht. Ich hätte Uma Thurman und Scarlett Johansson gecastet, aber ansonsten nicht. Julianne Moore ist ziemlich hot, muss ich sagen. Julianne Moore, ja. Tut mir leid, wenn ich euch wieder anscheißen muss. Aber es sind Kleinigkeiten, auf die ich Wert lege. Auf jeden Fall Scarlett Johansson spielt. Die ist doch so kreidebleich. Ne? Ich habe die mal irgendwo in irgendeinem Film habe ich die mal nackig gesehen. Die ist hartkäsig unterwegs. Hartkäsig. Ja, sie ist hartkäsig. Das steht übrigens auch bei IMBD, Julianne Moore, hartkäsig unterwegs. Ja. Lange nicht gehört. Das ist auch echt die Pfanne am Eiter, glaube ich. Die Pfanne am Eiter. Das kannst du nicht sagen. Julianne Moore ist hartkäsig. Ist eine wunderschöne Frau. Sie ist wunderschön, aber sehr hart. Sie ist hartkäsig unterwegs, ihr könnt es einfach sagen. Vor allem hartkäsig als ein Wort oder hartkäsig unterwegs? Sie ist hartkäsig unterwegs. Ja, wollte ich gerade sagen. Sie ist nicht nur so vagekäsig unterwegs wie Pete Doherty, sondern sie ist hartkäsig. Sie ist ja aber auch toll in Boogie Nights. Ja, das ist ein schöner Vergleich. Ja, super. Ja. Da geht es um Pornos. Die wiegt aber dunkler, wenn die Sonne scheint. Ja, das ist, obwohl Boogie Nights, sensationell. Auf jeden Fall, Scarlett Johansson spielt also den Love Interest. Jetzt würde ich gerne wissen von dir, Hennes. Ist das ein Film, der sich über dieses, ich meine, das ist ja wirklich eine Sucht. Eine Sucht, lustig macht? Ist das ein Film, der das so ein bisschen mit Augenzwinkern nimmt? Oder ist das eine durchaus ernstzunehmende Charakterstudie, Hennes? Letzteres nicht. Also er ist eher komisch. Er nimmt das mir ein bisschen zu flapsig, das Thema. Aha. Man hätte da durchaus ein bisschen mehr ins Detail, in die psychologische Tiefe gehen können. Aber er ist leichtfüßig. nicht ganz so hartkäsig unterwegs. also nicht fußkäsig unterwegs. Ja, sondern leichtfüßig. Und ich denke, das kann man Jessica Lewitt auch verzeihen. Es ist sein Debütfilm. Und das ist auch dem Film auch vorgeworfen worden, dass er eigentlich da ein bisschen mehr ans Eingemachte hätte gehen können. Also es ist kein Sittengemälde, sagen wir mal so. Ja, es ist kein Sittengemälde. Aber wenn man auf Scarlett Johansson steht, dann kommt man an diesem Film sehr schwer vorbei, muss ich sagen. Ja. Meine Herren, Frau Johansson und Frau Arterton, können sich gerne mal telefonisch bei mir melden. Ja, wenn das jetzt Also mir persönlich ist Scarlett Johansson eine Idee zu kugelsichtig. An sich mache ich es aber gerne leid. Bitte? Komm wieder runter. Kugelsichtig, hartkäsig. Hartkäsig, was ist das? Ich bin heute ein bisschen auf Krawall gebürstet. Ihr müsst entschuldigen, es kann nicht immer alles Harmonie sein. Ich würde mal sagen, 5 Euro in die Schowikasse. Ja, genau.
Das war auch nur eine analytische Bestandsaufnahme. Was sagen wir denn eigentlich zu Emma Stone? Die hat auch so ein bisschen, die Augen sind so ein bisschen... Ja, aber ich finde, Emma Stone... Sie ist hübsch, aber sie ist so ein bisschen... Ich habe ja immer gesagt, obwohl, das habe ich, glaube ich, in meiner Kritik gesagt, immer, oder? Emma Stone hätte eigentlich Mary Jane spielen sollen. Emma Stone ist ja von Natur aus rothaarig. Ja. Sie hätte in Spider-Man Mary Jane spielen sollen und Kirsten Dunst, die ja früher die Mary Jane, oder vor 5 Wochen Mary Jane gespielt hat. Vor gefühlt 5 Wochen. Die hätte Gwen Stacy spielen ich sag sollen, mal die so, ja blond ist. Ich sag mal so, sie ist ganz charmant, hat aber so eine Härte im Gesicht. Ja. Sie sieht so ein bisschen so aus, als würde sie dir eine Kippe am Rücken ausdrücken, wenn du schläfst, weißt ja. du? Ja. Also okay. Frauen mag ich ja eigentlich. Ja. Ja. Ja, ja, ich finde die auch toll. Brandlöcher, da hast du 2 Wochen. Von der werden wir noch viel hören. Emma Stone, von der hören wir gerade eine Menge. Emma Stone. Aber auch nur hören. Da werden eine Menge CDs erscheinen. Von wegen so. Also ich sag jetzt mal als Entrepreneur, von der werden wir noch eine Menge hören. Emma Stone hat eine unglaublich sexy Stimme im Original, also in der Realität. Muss man auch, wenn man übersetzt einen Namen hat wie Emma Stein, das ist natürlich auch scheiße. Ganz genau. Und in Zombieland auch. Und natürlich die Stimme von Scarlett Johansson. Komm schon. Ist auch... Ja, komm, das sieht schon toll aus. Ja, komm, also das... Das ist Mary Jane. Wir sehen jetzt gerade ein Podcast Foto von Emma Stone und Mary Jane. Mary Jane wie heißt denn noch mit Nachnamen? Watson. Mary Jane. Mary Jane Watson aus Spider-Man. Und das passt schon wie Faust aufs Auge. Also da weiß man sich... Schade, dass Katie Holmes nicht Mary Jane Watson gespielt hat. Das hätte ich geil gefunden. Katie Holmes, die... Wie Holmes und Watson, ihr Idioten. Ah, so, jetzt haben wir es. Ja, es war nicht richtig gut, aber ich dachte mir, Erfolg kriegen müssen wir das Ding auch, ja. Okay. Hör mal, ich habe übrigens letztes, im letzten Podcast... Da ruft Thomas Koch an vom WDR, ich gehe live dran. Thomas, wir machen das am 22.08., okay? Keine Ahnung, ach so. Wie gesagt, es geht um den 22.08. Was ist denn da? Ach so. Hat er doch eben gesagt... Ja, ja. Stell ihn doch auf laut. Warum denn? Das sind vertrauliche Gespräche hier. Mit dem WDR? Ja. Vielleicht. Nice. Kann ja sein. Dann lass uns das tun. Ja, super. Ich habe den Daumen drauf. Danke. Könnt ihr mal live dabei sein bei einem, wie hier millionenschwere Deals gemacht werden. Eingestielt werden. Das ist Hollywood. Wie heißt denn der Abend? Dabei sein, frei sein, immer wieder rein sein, live dabei sein. Mensch, Streter, WDR-Telefonate führt. Mensch, du gehst ja ab wie Zeppchen. Jetzt zusteigen, jetzt dabei sein, die nächste Fahrt geht wieder rückwärts. Die wunderschöne Jugendstilzeche. Es gibt eine Jugendstilzeche. Wir haben gesagt, wann lebst du im Pott? Jetzt. Rechts und links aufs Maul. Natürlich gibt es eine Jugendstilzeche in Dortmund. Entschuldigung, ich nehme das zurück, Gary. Ja, Jugendstil, für viele ist es ein Baseballschläger. Ja. Was bedeutet das? Sehr gut. Sag mal, wie haust du das bloß immer raus? Ich mache das beruflich. Ja. Wie heißt denn der Abend mit Herrn Relegert? Und Günther. Günther. Die erste Tresenlesen-CD hieß Günther, wollte ich nur sagen. Echt? Das wusste ich nicht. Ja, die erste das die ist Platte Ö von Grönemeyer, die 88 erschien, Ö, sollte Dieter heißen. Ach was. Und das hat er sich aber nicht getraut. Wegen? Weil sich die vielleicht nicht so toll verkauft hätte. Keine Ahnung. Ja, Dieter. Ö ist auch 1000-mal besser als Dieter. Ich kann noch nicht sagen, was es ist. Also okay. Wir wissen noch nicht, wie wir es nennen, aber es wird toll. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich auch. Gut, sonst noch irgendwas gesehen? Ich habe heute Morgen was gesehen. Und zwar, das ist echt kein Scheiß. Und als ich heute Morgen unterwegs war, ich stand an der Ampel. Gary redet sich wieder um Kopf und Kragen. Ich stand an der Ampel. Ich stand an der Ampel. Es stehen ja die Kommunalwahlen an. Und da habe ich ein Werbeplakat gelesen. Ja. Und zwar von einem Politiker, der heißt... Markus Star Wars. Ja. Ja. Du Star Arsch. Wars. Weißt du, du hättest mir jetzt wenigstens die Pointe... Markus, was ist das? Ich habe das schon längst bei Facebook. Wenn Gary Strebe bei Facebook wäre, hätte er es gesehen, um mal im Konjunktiv zu bleiben. Ja, das schneide ich Markus aus. Markus Star Wars. Ja, wieso? Ja, ist doch irre, oder? Ja, sicher. Im Wattenscheid gibt es einen, da ist Udo Chewbacca. Meinst du, ich poste sowas? Das habe ich gar nicht. Markus Star Wars. Ja, Alex, fehlt ein R, aber er sieht ein bisschen aus wie der Imperator. Also, ist auch bei der Imperator. Wir reden, lass uns nicht über Ja, super. Schön.
Ja, Hans Bender, Pointenzerstörer. Der Pointenzerstörer gegen Spoilerboy. Ja. Er wird dieses Duell gewinnen. Noch ein Film, den ich noch gesehen habe. Wir haben, glaube ich, wir reden, glaube ich, immer über ihn. Ich finde Jean Dujardin. Darauf einen Jean Dujardin. Es begann damit, dass ich den Film Der Spion, der sich liebte, sah. Und zwar darauf folgender Grund. Der Spion, der sich siebte. OSS 117, Der Spion, der sich siebte. Die Mad-Version. War aus dem Mad, genau. Ja. Die Mad-Version. Und Darth Vader hieß damals Hassköter. Hassköter, ganz genau. Ganz genau. Oliver Kalkofe hat den Film synchronisiert. Es ist eine Parodie auf die 60er Jahre Agentenfilme. Natürlich ganz stark. Also, und alleine, wenn Jean Dujardin lacht, und Oliver Kalkofe synchronisiert, das rechtfertigt den Kauf der Blu-ray. Es gibt einen zweiten Teil, er ist sich selbst genug, er spielt in Brasilien und ist ähnlich gut, nur unfassbar rassistisch. Er ist so unglaublich, hast du gesehen? Natürlich. Er ist so rassistisch, dass es wirklich, man muss denken, okay. Er ist entwaffnend chauvinistisch. Naja gut, okay, das erwartet ich. Erbärmlich rassistisch. Er ist wirklich unglaublich. Stellt aber das Gott sei Dank in einem vernünftigen Kontext dar. Du siehst also, dass dieser Agent ein unfassbarer Vollidiot ist. Aber in Deutschland wäre dieser Film, glaube ich, so nicht möglich gewesen, ohne dass die OSZE-Konferenz sich eingeschaltet hätte, die ja, glaube ich, für Öl zuständig ist. Ja, es ist auf eine ganz blöde Art. Das ist wirklich unfassbar. Entwaffnend. Ja. Ich glaube, der Titus will sich hier wieder einen weiteren Film, Titus der Kater, ist wieder im Podcast. Dann ein weiterer Film, ich habe mich darauf natürlich auch mit Jean Dujardin beschäftigt. So. Habe herausgefunden, dass er am gleichen Tag geboren wurde wie meine Frau. Ja, das ist ja mein Grund. Das ist also wirklich am Männer genau gleichen und Tag. Die Frauen zu kaufen. Er spielt ja auch in The Artist, ganz großartig. Und er spielt in dem Film Männer und die Frauen, der auf Französisch, glaube ich, anders heißt. Der Le Main und de Freux. Le Freux. Männer und die Frauen klingt wie ein blödes Comedy-Programm, ist aber ein toller Film, weil er eigentlich ein Duo-Film ist von Jean Dujardin und Gilles Lelouch. Lelouch mal selber, komme nicht so. Gilles Lelouch, der auch gespielt hat in Public Enemy Number One, ein französischer Superstar. Die beiden teilen sich diesen Film. Es geht eigentlich ums Fremdgehen. Eine Million Zuschauer in Frankreich. Es ist ein Episodenfilm von verschiedenen Regisseuren. Es gibt zwei Episoden, die sehr ernst sind, die sich auch sehr, 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 sehr ernst mit dem Thema Fremdgehen auseinandersetzen. Und es gibt wahnsinnig komische Episoden und sie zeigen, was sie können. Es ist ein ganz toller Film, Männer und die Frauen. Kann ich sehr empfehlen, ein sehr, sehr schöner. Aber ist es nicht so ein bisschen so Etikettenschwindel? Ich muss mal kurz den WDR anrufen, Moment. Ja, Gott. Dann geh doch vor die Tür, Kevin. Man könnte meinen, das wäre jetzt so ein, das ist wirklich ein Episodenfilm. Das ist ein Episodenfilm. Männer und die Frauen. Ja, weil das Cover, später, da könnte ich mal meinen. Ich bin ein Live-Podcast, sag mir was. Was? Man könnte meinen, das wäre nur ein Dujardin-Film. Nein, es ist danke, wirklich, damit ist es offiziell. Ist ich packe jetzt hier in den Podcast rein, dann weiß es ist jeder. Ist ein Doppelfilm, also hervorragend. Ein Film. Ich freue mich. Ja. Gab es sowas schon, dass zwei Schauspieler tschüss. Sich so einen Film teilen? Wüsste ich jetzt nicht. Episodenfilm. So. Ja, Bud Spencer, Terence Hill. Ja, fällt mir an. Aber ist ein toller Film, kann ich sehr empfehlen. Ja. Und darauf einen Dujardin. So, Herr Thorsten hat ein weiteres Herr Gespräch. Thorsten. Herr Thorsten. Herr Thorsten. Jawohl, der Termin ist hiermit hochoffiziell. Ich bestätige und die Podcast-Hörer wissen das erst am 22.08. in der Zeche Zollernendorf und Thorsten Sträter, Thomas Koch und der Herr Rellergert, also Jason Dark, im Prinzip also alles andersrum. Jason Dark ist da und der Thomas Koch und ich. Und ich erwarte Hennes Bender und ich erwarte dich, mein Freund, und ich erwarte auch dich, Herr. Wen denn? Strebech. Ja, wer hier am Tisch ist. Was wir machen keinen Videopodcast. Okay, wir kommen gerne. Wir werden da sein. Wir können gleich auch noch ein paar andere Programmtermine, Auftrittstermine einfach mal durchgehen, weil wir spielen zusammen. Wusstest du das demnächst in Ratingen? Mach keinen Scheiß. Ja, wir spielen zusammen mit Herrn Sieber. Christoph Sieber und Herr Sträter und Herr Bender teilen sich einen Abend in einem Zelt in Ratingen. Ich gehe mal eben selber. Scheiß, okay. Aufmachen. Bist du das oder ist das die Katze? Thorsten tritt mich hier von unten. So. Ta-ta-ta-ta-ta. Rapatatam. Machen wir mal auf. Ja. So. Wir spielen zusammen im Sommer. Und zwar am 7. Juni. Ja. 7. Juni. Einen Tag nach dem 6.6. Und 7. im Ratingen im Zelt. Zusammen mit Christoph Sieber und Thorsten Sträter zusammen. Ja, dann machen wir das. Dann machen wir das. Und das dann darf ich noch ankündigen, dass meine Wenigkeit vom 19.06. bis zum 22.06. im Urlaub ist. Fast. Ich spiele in der Lego Arena in Günzburg. Ja, geile Drecksau. Und zwar zweimal am Tag, 15 Minuten im Rahmen der Star Wars Tage im Legoland.
Die Garnison 501 hat mich eingeladen und ich habe das Angebot gerne, ich bin dem Ruf der dunklen Seite in der Macht gerne gefolgt, da die Garnison 501 mich ja so vorbildlich unterstützt, wie auch neulich in Mörs und wo ihr wart, Henry ja, und ja, Gary. Ja. Wie hat es euch denn gefallen? Ja, gut. Dein Auftritt. Reden wir nicht über meinen Auftritt. Nee, nee. So eingebildet bin ich nur auch wieder. Nee, nee, aber nee, reden wir mal über wie beschreibt mir jetzt den Support der Garnison 501, ohne das zu spoilern, Spoilerboy? Ja, das ist schwierig. Ja, nun, da komm halt. Vielleicht müsstest du erstmal erklären, was die Garnison. Die Garnison 501 ist der professionell organisierte Fanclub der Stormtrooper. Nicht nur der Stormtrooper, sondern der dunklen Seite der Macht von Star Wars. Menschen wie du und ich ziehen sich zu ihrem Vergnügen und zum Vergnügen anderer die Rüstung, Uniformen und Kostüme aus Star Wars Filmen und Videospielen und Büchern an. Und zwar nur die der dunklen Seite der Macht, des Imperiums. Aha. Rebellen sind bei uns nicht willkommen. Wir haben auch einfach nicht so tolle Uniformen. Also ihr seid quasi so die Gestapo-Dings. Das hast du schön formuliert. Ja, danke, Gary. Da möchte ich jetzt mal einmal hier, Nein, aber es ist ja eine tolle Sache. Also man kann die Garnison auch anmieten. Man kann es buchen, wir treten auch auf. Ich sag schon wir. Ja. Noch bin ich kein offizielles. Du bist Mitglied. Noch ein Padawan. Ich bin noch quasi ein Padawan. Wenn, ja, das sind ja die Jedi. Ach so. Ne? Ich bin noch in der Ausbildung. Du bist mehr so Schütze Arsch. Schütze Arsch, genau. Moment, welcher Film war das denn? War das doch ein Film aus den 50er Jahren. Ich heiße dann auch so. Ja, aber das ist so, generell sagt man das so. Im Westen nichts Neues, genau. Ja, irgendwie sowas war das, ganz genau. Schütze Arsch, genau. Google mal Schütze Arsch. Nee, 0815. War das nicht 0815? War das nicht mit Joachim Fuchsberger? Mit Joachim Fuchsberger, das war ja, das. Ja, auch da war Schütze Arsch. Das ist eigentlich ein feststehender Begriff aus den 70er und 80er Jahren, Schütze Arsch. Ja, ganz genau. Und die Garnison 501 tritt als mit Stormtroopern, Darth Vader, Boba Fett, auch sehr gerne gesehen, gerne bei Lego-Events auf. Wir werden auch auftreten. Moment mal, wie geht das denn mit Boba Fett? Ja, wieso Boba Fett? Der wird aus dem Flugzeug geworfen und dann brauchst du am nächsten Tag einen neuen halt. Ach, Boba Fett! Boba Fett! Ach, Boba! Ich dachte, du hast Willi Fett gedacht. Was hast du gedacht? Ich dachte, Jabba the Hutt. Boba Fett wäre auch ein passenderer Name gewesen für Boba Fett. Du dachtest, Jabba the Hutt, das ist ein Kostüm. Wie machen die das? Das ein Kostüm, das ist komplett aus Hack und wiegt 4 Tonnen. Weißt du, da wird ein Gesicht reinmodelliert und einer so. Solo. Die haben einen aus Duisburg genommen, der isst die ganze Zeit Frösche. Da musst du ja auch ein bisschen was dazu denken. Ganz genau. Meine Güte. Ja, aber wäre geil, oder? Ja, ich glaube, man könnte auch viel machen. Und natürlich sehr, sehr, sehr viele Stormtrooper, auch die Imperial Guards, die Roten. Also geht einfach mal auf die Seite, Garnison 501, German Legion, German Garrison, Legion 501. Da ist doch das Guards Haarstudio. Und es gibt nichts Cooleres als eine Stormtrooper-Rüstung zu tragen. Auch da muss ich mich jetzt an den... Du schwitzt so bestimmt. Bequemer ist es nur noch in der Waschmaschine zu schlafen. An meinen Kollegen zu meiner linken Seite nochmal bedanken, der damals Stormtrooper-Helm sah und sagte, du brauchst den Rest aber auch noch. Das weißt du. Das ist in der Tat, ja. Und daraufhin ging dieses ganze Stormtrooper-Gedöns los und ich kann nur so viel sagen, ich darf nicht mehr verraten, aber ich habe mit meinem Garnisonsleiter Markus Rau gesprochen. Die Kollegen waren gerade in Tunesien, sind auch gerade wieder in Tunesien, wo, ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, ich sage es einfach, die Außendreharbeiten sind schon gelaufen für Episode 7. Echt? Herr Abrams hat es allen, die Nase gezeigt und hat gesagt, ja, ihr denkt, es kommt noch was, aber wir sind schon fast fertig. Nee. Und also es wurde wirklich auch in Tatooine gedreht. Boah, schön. Und es wird auch noch dieses Jahr noch Events geben mit Disney. Heute ich werde euch auf dem Laufenden halten. Heute habe ich gelesen, dass Han Solo ja eine große, große Rolle spielen soll in dem neuen Star Wars. Ja. Hast du nicht gewusst? International Movie Database, wussten wir alle. Das wussten wir alle, ja. Ja, ja. Und weißt du auch, warum Boba Fett weiterlebt? Das Ende von Boba Fett, wissen wir alle, Rückkehr der Jedi-Ritter. Er fällt in den ewigen Schlund, das wollen wir doch lieber lassen. In den Sarlacc, genau. Ja, und da klettert er wieder raus. Ja, er hat natürlich, das ist wirklich, das steht wirklich auch so, es steht geschrieben, ja, dass Boba Fett da auch wirklich rausgekommen ist, aufgrund seines unglaublichen Waffenarsenals. Er hat ja nicht oder war das viel gesagt, naja, er ist mit so fett. Er hat ja auch einen Raketenrucksack. Ich meine, hey, der kann fliegen, der Mann, ja. Ja. Ja klar, der ist einmal rein, also ist ein Zäpfchen und wieder raus. Star Wars wird demnächst auf dieser Welle, gleiche Stelle, gleiche Welle, in diesem Programm ein weiteres Thema sein. Ja. Natürlich. Und Jurassic World.
Jurassic World. Henry, du als Dinosaurier-affiner junger Mann. Ja. Jurassic das bin ich World. Auch, das bin ich auch. Du bist kein junger Mann. Entschuldige, dass ich dir das jetzt mal an dieser Stelle... Ich bin rein alterstechnisch schon Dinosaurier-affin. Du warst dabei! Ja. Du warst dabei! Ich kann noch, genau. Ich habe noch eine handsignierte Bibel. Ja, bam, Moment, jetzt geht's los. Wenn du Henry hier als Quark im Schaufenster titulierst, dann muss ich dich auch leider mit der Realität... Ja, weißt du, es ist eine Sache ist die, wenn man so ein Bubi ist wie du, kurze Hosen und in der Schule, ein Knabe. Ein Bub. Du bist noch ein kleiner Bub. Ein Bub, der ist größer als wie ich. Ja, Gabriel ist der Bub. Nein, das ist ja nur keine Kunst. Er ist noch ein Gary. Knabe. Ja. Und man selber hat ja die Clint Eastwood-Gene, verstehst du? Ich knoche so weg hier am Tisch. Man sieht seine Witze. Augen auch kaum. Nee, das ist mehr so. Aber ja, man sieht alles in Thorsten, Schneideszene. Thorsten, weißt du, an wen du mich immer erinnerst? An Lex Barker. Er erinnert mich immer irgendwie an Lex Barker. Er hat so diesen Hör mal, Lex Barker, denk dran. Weißt du, aber nicht so, nee, dass ich dich optisch dran erinnere. Das ist jetzt durchaus ein Problem. Wieso erinnerst du mich an Lex Barker? War eine coole Sau. Ja, Lex Barker war eine coole Sau. Ja. Ich habe ihn nur als Lederknecht in Erinnerung. Aber das war ja Helmut Lange. Lederstrumpf. Ja. Er hat Tarzan gespielt und er hat Old Shatterhand gespielt. Lex Barker. Aber er hat doch immer Wildleder angehabt. Auf ja. Ach so, ja. Und Tarzan. Und Fransen. Der Mann bestand nur aus Fransen. Sie haben eine Folge versucht, nur mit Fransen zu drehen, das ist doch aufgefallen. Fransen eine Mark. Ja. Kennt das jemand eigentlich von euch? Fransen eine Mark? Nee. Immer wenn einer um die Ecke kam bei uns damals in Leer und hatte so eine Fransenjacke, haben immer alle gesagt, Fransen eine Mark, Fransen eine Mark. Ich kannte nur den Typen, der in Dortmund stand. Der hatte nur ein Bein und hat dann verkauft Pflaster am Laufen, Meter. Und sagt immer, Meter. Den gab's auch. Mit diesen komischen Mäusen. Ein Meter, eine Mark. Der mit den Mäusen, der hat der Pflaster und diese komischen Gummimäuse, die immer mit so einem Gummi saß auch hier. Ja. Hattet ihr auch den mit dem Akkordeon? Den mit seinem fahrbaren Rollstuhl? Ja, wo es diesen Mythos gab, dass der in Wirklichkeit ganz, ganz reich ist. Und viele Häuser hat. Ja. Den Mythos haben wir immer. Der saß hier vor Kortum im Boden in so einem fahrbaren Rollstuhl. Nee, nicht vor Kortum, vor C&A. Vor C&A, danke Gary. Und spielte auf seinem Akkordeon und tat immer so, war dann immer fertig und war am Rauchen. Und dann gab es nämlich den Moment, wo das Akkordeon weg war und er hatte eine batteriebetriebene Orgel. Genau, das war ein Aufruhr. Ich weiß nicht, dass die in der Innenstadt sich Leute darüber wirklich... Was ist denn hier los? Wenn es damals schon Arte gegeben hätte, es wäre ein Themenabend gewesen. Und ich war mal in Riemke und da... Bochum-Riemke. Für Leute, die uns in der Steiermark hören. Bochum-Riemke. Genau, und wollte... Es ist ein Vorort von Bochum. Und wollte... Ein Stadtteil von Bochum. Ja, ich weiß. Kein Vorort. Und wollte Richtung Innenstadt... Du bist auch ein Vorort. Und ich jetzt mal mit deinen eigenen Mann, bist du ein Vorort. Ich wollte Richtung Bochum fahren, kam er mir entgegen und da hatte ich für eine Sekunde hatte ich wirklich den Impuls, ich fahre dem jetzt hinterher. Ich muss das Geheimnis lüften, ob der wirklich in Neuschwanstein reich ist. Und ist das ich habe es dann, nicht gemacht und habe es aber hinterher bereut, weil ich habe den tatsächlich danach... Er ist mittlerweile verstorben. Ja. Ich habe das Konzept generell nie verstanden, dass einer sagt, ein Pflaster, ein Meter, eine Mark. Man braucht es immer dann, wenn man es nicht hat. Wenn du eine ein Meter lange Schnittwunde hast, muss das genäht werden. Aber es ist jetzt, ich finde es als Gag nicht schlecht. Ja. Richtig gut ist es aber auch nicht. Wird hier nicht hart gefeiert. Was ist das denn? Warum ist denn plötzlich... Dafür spielt der Gary passend was ein. Echt. Ich versuche ja diese Soundbites, die ich hier in so kleinen Kästen drin habe, auch thematisch passend einzusetzen. Gary, drück dir jetzt mal eben auf Neil Armstrong. Ja, nur weil ich gedacht habe... Danke. Guck mal, es sind sogar Bilder bei Gary. Ja, kann man sogar drauf sehen. Ja, guck mal, da ist ein landender Astronaut. Sehr schön. Ja, oder? Okay. Den hatten wir schon mal. R2D2 hatten wir eben schon. Freunde der Nacht, ich muss nach Hannover fahren. Ich habe heute einen Weg, Ausrufezeichen. Ja. Und wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Ganz kurz, zum Schluss. Habt ihr einen Trailer, den ich gesehen habe, der auf jeden Fall bemerkenswert ist? Wie heißt der? Moment. Ja. Boyhood. Habt ihr den gesehen? Ja, Richard Linklater. Ja. Oh, ganz großes Kino. Zwölf Jahre in the making. Leck mich am Arsch. Richard Linklater, der Mann, der Before Sunset, Behind Sunrise und Before the Sundown. Also der macht Filme mit Konzept. Also das ist... Und er hat School of Rock gemacht. Und er hat School of Rock gemacht. Richard Linklater hat einen jungen Schauspieler, der damals wie alt war? Ich weiß nicht. Vor zwölf Jahren. Er ist jetzt acht oder neun quasi begleitet. Also wirklich in
ja, Echtzeit kann man nicht sagen, aber er altert mit dem Film zusammen. Also es ist kein CGI, es ist kein Computer. Es wurde nicht gealtert, es wurde kein älterer, junger Schauspieler besetzt, sondern er hat wirklich einen Jungen quasi 12 Jahre lang... Ich muss den Trailer sehen, schick mir den Link later. Ganz. Boyhood, ich freue mich sehr drauf. Ja. Hört sich sehr interessant an. Ein Coming-of-Age-Film. Das ist super, der besonderen Art. Ein Coming-of-Age-Film. Aber sowas von Coming of Age. Ich glaube, wenn ein Film das Recht hat, sich Coming of Age nennen zu dürfen, dann ist es Boyhood. Es gibt auch Filme ohne Scarlett Johansson, ohne Julianne Moore, ohne Jean Dujardin, ohne Zombies, ohne Special Effects. Dann will ich sie nicht sowas. Ja, aber also, wenn das wieder so ist. Was? Das ist ja Skandal! Ja, ohne Zombies und ohne Julianne Moore? Nein. Ja, das mache ich nicht mit. So, das soll es dann gewesen sein? So, oder? Bevor wir jetzt hier hart verkäsen, oder was? Wie war das? Hartkäsig unterwegs. Hartkäsig unterwegs. Hartkäsig unterwegs. Auch sehr schön. Schöner Tour. Ist das dein Neues? Hartkäsig unterwegs. Nein, meine Tour wird heißen Alter Hund, neue Tricks. Aber, Alter Hund, neue Tricks. Ja. Mein neues Programm wird wahrscheinlich heißen Alles muss, nichts kann. Finde ich auch gut. Ich habe auch schon überlegt, dass ich in Katholiken kritisches Programm mache, das heißt dann nach Fest kommt Abt. Ja, der muss im Moment wirken. Und mal gucken, ich weiß es noch nicht. Ja. Aber, wie heißt deins? Alles muss, nichts kann. So gut, oder? Ja, alles muss, nichts kann. Habe ich neulich aus Versehen gesagt auf der Bühne und alle haben gelacht. Ja, das kann auch. Es kann sein, dass das der neue Programm ist. Das ist wie so ein japanisches Redeschweigen. Wir freuen uns natürlich auch wieder, wenn ihr diesen Podcast liked auf YouTube. Ja, und auch mal bei iTunes mal vielleicht einen Kommentar schreibt oder so. Das wäre toll. Oder ein paar Sterne. Sätze immer zu Ende sprechen, gerne. Ja, ganz wichtig. Das musst du gerade sagen. Sagt wer? Ja. Du bist auch so ein. Ja, ja. Wir haben uns wieder lieb. Henry, wie war's für dich? So als Zivi? Als Zivi, ja, gut. Ne? Ja. Also hat er dazwischendurch auf dem iPad irgendwelche Y-Seiten sich angeguckt? Genau, wollte ich gerade sagen. Henry, weißt Sendung, du? Wegen der Sendung, ja. Podcast-Knecht hier, das ist unfassbar, was der für Seiten aufgerufen hat. Da war wirklich alles dabei. Und Y gibt es jetzt demnächst auch im Fernsehen. Unglaublich. Gibt's dass wir längst? Das noch... Gibt's schon ja, das läuft schon. Läuft schon dass wir das neu erleben dürfen. Ja, es gab 2 Folgen. Ja. Oder so, Y als Fernsehserie. Ja, aber irgendwie auf ZDF... Quadro Stationi, ich weiß es nicht. So einem Sender, den ich nicht empfangen kann. Und hör zu, gibt es nämlich auch als Serie, aber ohne Ton. Was weiß ich. Meine Lieblingsfernsehzeitung war ja TV Hören und Sehen. Ja, dass das dieser Zusatz gut. dabei war. Ja, ja. TV Hören und Sehen. Für Menschen ohne Nase. Ja, man weiß es nicht. Ja, es waren schon... Sehr schön. Also ich habe sehr gerne gelesen... Ja, Siehste war die Kinderfernsehzeitung, die hört zu. Siehste. Ja, kann sich da noch einer Medi und Zini. Nein, Siehste war. Aber wir machen jetzt hier eine Truhe auf, wenn wir da sollten wir nächstes Mal drüber. Ja, das ist die Sachen, die uns als Kinder beeinflussen. Kannst du mal mit Helmut Redegert drüber sprechen? Über die Büchse der Pandora. Genau. Ich freue mich sehr. Die Buchse der Pandora. Hör mal, lass mal die Buchse der Pandora zu. Ja, lass die Buchse, genau. Lass mal hier die Buchse der Pandora zu. Ja, wir sind aber heute wieder sowas von auf Radau gebügelt. Ja. Wir verabschieden uns, bedanken uns fürs Zuhören mit einem kräftigen... Und das letzte Wort hat wie immer Martin The Voice Kessler. Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Bräter und Rehbein. Berg, Streh, mit Streiter, Bänder und Strehberg.